Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft mit mir, den Timan und der Selina. Hallo, genau. Ihr Lieben. So, und wir wollen jetzt ganz. Ja, Fledermäuse. Psst. Ah, ich hab's. Da ist eine. Ja, die war direkt vor unserer Tür. Und jetzt habe ich irgendwie. Ach, ehrlich, das scheiß Skelett. So, ja. Mach ich mal weg hier. Was ist los, Junge? Was ist los? Ich kann hier nicht fliegen. Ich kann hier nicht fliegen. Ich kann hier noch nicht fliegen. Zuerst so. Ausziehen, anziehen. Schatzi, ich bräuchte deinen Ring. Ja. Beziehungsweise willst du dir den selber herstellen? Hm. Dann gebe ich dir diese Lassos. Gibt das irgendwas? Hey, was hast du nur mit deinem Schwert gemacht? Hä, wieso? Weil da so zwei blaue Dinger drauf sind. Hä? Schatz? Ja. Ja, es, du hast ich zwei dich blaue. Nicht. Ich sehe dich nicht, Schatz, du bist unsichtbar. Ehrlich, ich stand eben drinne bei dir, läufst du raus. Denk ich mir so, ich dachte, du hast durchs Fenster geguckt. Nein. Okay, kommst rein? Ja, warte, jetzt muss ich schon zu Ende töten. Okay, jetzt erklär mir bitte, was das für zwei Dinger sind. Das ist Glück. Ich hab Glück drauf gemacht, Lapis. Ah, okay. Ich pack dir diese Lasso in deine Kiste hier rein. Okay. So, dann nimmst du diese Lassos, dann gibst du unten einen Ring und dann siehst du gleich auf der rechten Seite Ringe. Nimmst den anderen, musst du auch noch ablegen, den musst du damit reinpacken. Du kriegst das schon hin. Ja. So. Aber ein goldenes Lasso hätte ich dann gern wieder. Du kriegst beide. Oder ich brauch's ja dann nicht mehr, oder? Na, es geht ja dann darum, wenn wir den Bauernhof haben, dass wir uns ein paar Kühe gleich ranholen, weißt du? Geht ja mit diesem Lasso super schnell und einfach. Und welchen Angel Ring? Da kann man sich die Flügel aussuchen. Ich habe diesen Angel Ring gemacht. Diesen goldenen. Du kannst dir, du kannst dir die Flügel aussuchen, die du haben möchtest. Ja. Das ist natürlich ja nice. Ich habe diese goldenen, naja, so wie es zu mir steht, ne? Passt. So, wir gucken gleich mal, ob diese. 64 Stück sind auch fertig, diese reine Fluxkristalle, sauber. Dann können wir uns nehmen. Wo bist du eigentlich? Ich sehe dich immer noch nicht, Schatz, ehrlich. Ich stehe hier. Okay, weil ich sehe dich nicht mal mit Namen irgendwie auf der Minimap. Das ist echt kurios. Okay. Ne? So, die 15 Level hau ich gleich mal hier in den Obelisken rein. Also, falls du 4 Level hast, hau sie hier rein, ne? Wir haben ja diese Obelisken. Schatzi, ja? Wir brauchen ein Holz. Ein was? Könntest du vielleicht noch einen Holzkohle ins ME-System hauen, bitte? Ein Holzkohle. Dann nimmt man ein Stück Holz, geht hier hinten zu diesem Redstone-Ofen und lässt das einmal kurz brennen. Dann kriegen wir daraus eine Holzkohle. Ich bin gerade beschäftigt, ja? So, ich habe jetzt alles so schön gelegt und haben warte. Wir die Holzkohle und dann ist sie jetzt im ME-System. Okay. Und ich packe sie dir einfach da schon hin. Du kannst dir deinen Ring rausnehmen. War klar, dass du nur die Teufelsflügel nimmst. Yeah, kannst du jetzt auch fliegen, so wie ich. Könnte sie nicht rausnehmen. Hä? Wieso kann ich die nicht rausnehmen? Was? Den Ring? Ach, weil du mich weggeschubst. Nee. Ich nehme mal das goldene Lasso raus und das schwarze Lasso. Ich wollte gerade sagen, ich hab das alles da drinnen gelassen. Ich habe auch das andere reingeschmissen. Ja, ich sehe es gerade. So, das schwarze Lasso kann ich hier reinpacken, das brauchen wir nicht mehr. Und dann. Und leck! Dann. Und okay, es geht weiter. Okay. Wundervoll. So, die Lassos, die packe ich mir jetzt in den Rucksack erstmal. So. Ja, ich bin echt begeistert, ne? Und hast du vielleicht auf die Uhr geguckt? Weil ich habe schon wieder nicht hingeguckt. ja. Wir haben schon eine neue Folge gestartet, oder? Ja. Okay. So, ich sehe dich aber immer noch nicht. Das nervt mich gerade, ehrlich. Alles gut. Tja, gut. Wir wollten schon mal anfangen, für das große ME-System ja diese Sachen herzustellen. So, die Ringe haben wir jetzt, Gott sei Dank. Wir können fliegen. Yeah, super, geil. Wuhu. Wahnsinn. Gut. Haben wir uns alle mal gefreut. So, eins. Ich hoffe, ihr da draußen habt euch mit uns gefreut. Zwei. Drei. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut. Ich weiß nicht, wie
Zeichen 4. Jetzt, da wir fliegen können, ändert das natürlich den Bau meiner fliegenden Burg komplett. Also fast. Ja. Das ist krass, jetzt kriege ich schon wieder diese Errungenschaft. Das hatte ich auch alles schon mal gehabt. Ja, das mit den Errungenschaften, das ist mir auch mal aufgefallen. Nee, das ist ich hatte das schon mal auf den Server hergestellt, ja, und das hat es aber irgendwie nicht übernommen. Ja, naja, egal. So, jetzt ist die nächste Sache, wir brauchen jetzt irgendwann diesen großen, ne? Kann nicht mehr fliegen. Hey, wieso? Bist du zu weit weg? Eins von 30. What the hell? Stehst du gerade irgendwo was her? Nein. Ach, ehrlich. Generating 7? Was? Ich, reiß dir jetzt nochmal ab und baue dir jetzt nochmal hin. Okay. Weil. Ich sehe dich auch absolut nicht, ne? Ich bin kaputt. Ja, ansonsten starte ich gleich neu. Ja, ich weiß nicht, ob das an dir liegt oder ob das an mir liegt, dass ich dich jetzt nicht sehe. Es liegt immer an dir, mein Schatz. Die Smeltery, die ist jetzt, ja. Da frage ich mich dann mal später. Diese Clocks brauchen wir noch. Oh, die können wir dann von drüben mitnehmen. So, okay. Hier kommt das ME-System dann quasi. Hoch. So, okay, hier müssen wir dann noch zubauen. Mit was bauen wir das zu? Ist ja eigentlich egal. Okay, das machen wir später. Okay, das heißt, hier unten müssen wir dann hoch. Okay, dann überlegen wir uns dann mal noch. Ich setze mal hier hinten noch eine Fackel hin, damit sie ausgeleuchtet ist hier drinnen. Schwupp. Was denn, Schatz? Ach, ich muss hier, dass das fließt, machen. Na, Frau Spinne. Tschüss, Frau Spinne. Oh, das ist so entspannt, wenn du jetzt hier so rumfliegen kannst und den Endermans klatschen kannst. Mal, wir brauchen Enderaugen, Enderaugen. So, ist irgendwie gerade auch leise, ne? Also man hört kaum was. Okay, das Mäh höre ich jetzt wieder. Mäh. Na, wow, wow. So, okay, jetzt habe ich 1 von 64. Ne, das stimmt irgendwas nicht. Hast du den Ring auch richtig angelegt? Ich habe auch nur 1 von 64. Alles gut. Ich kann nur fliegen. Ja, ja, alles. Was denn? Natürlich habe ich den Ring richtig angelegt. Meinst du, ich bin dumm und tue es oben hin statt unten? Dein Ernst. Dein fucking Ernst. Oh, diese Frau wird nicht einfach sein. Hä? Bist du schon wieder hier oben? Ja. Das ist eigentlich geil, wenn du mich nicht siehst, ja, ehrlich. Das ist so furchtbar. Ich hab echt so keinen Bock mehr. Nee, doch, geil. Jetzt können wir fliegen. Jetzt gibt's ja, das eröffnet uns jetzt ja natürlich ganz viele neue Möglichkeiten. Vor allem Schleiminseln. Die kann man jetzt ja ganz leicht. Ja. Es sei denn, man stürzt irgendwann ab und das war. Ist schon wieder hier drüben Regen, ne? Was denn? Ich glaube. Du glaubst? Das funktioniert nicht mehr. Das sieht lustig aus. Ja, siehst du, das funktioniert auch nicht mehr, weil in unserem alten Spielstand war ich den Tag ja mal kurz drinne, da geht das auch nicht mehr. Nicht? Nee. Habe ich mich nämlich auch. Ich denke, wieso geht das nicht? Oder ist irgendeine oder Einstellung, dass das mit Nebel, dass wir Nebel anmachen müssen irgendwie? Das sind Grafikeinstellungen. Warte mal, ich will mal gucken. Option. Grafikeinstellung, schön, Maximum. Nee. Wolken aus. Wolken schnell, Wolken schön. Nee, okay, an den Wolken lag es schon mal nicht. Wolken aus, Vollbild aus. Geh Bewegung an. Du hörst das gar nicht. Hey, wo war denn das mit dem Nebel? War das vielleicht. Aber das ist so schön, fliegen zu können.
Ich habe keine Ahnung, wo das war. Okay, egal. Schatzi? Ja? Du musst dann aber den Rest alleine zu Ende machen. Hey, was? Ich bin für heute raus. Achso, du gehst. Ja, du bist ja auch hundemüde schon. Dass du überhaupt dabei warst, war ja schon sensationell. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich glaube, ich habe seit 5 Jahren. Also ungefähr jetzt 15 Minuten. Okay, also kann ich jetzt noch so 10 Minuten machen und dann ist dann auch für mich die letzte, weil ich bin auch schon hundemüde. Bye bye, ihr Lieben. Ja, ciao, ciao, Schatz. Tja, da ist sie jetzt weg. Und ja, wir machen jetzt auch nicht mehr allzu viel. Wie gesagt, wir haben jetzt beide die Ringe. Das ist schon mal sehr nice. Wir können fliegen, ab und zu mal mit ein paar Hindernissen. Aber das stört uns ja auch nicht, ne? Ja, so sie sagt, in noch ein paar Minuten können wir machen. So, jetzt gucken wir mal. Wenn wir diese Dinger haben, brauchen wir diese Energiezellen. Ja, Zellen. Mein Gott, ey. Da brauchen wir diese Energiezellen ja nicht. Das reicht ja dann, wenn wir diesen Controller haben. Das heißt, direkt vom Reaktor gehen wir dann da rein und von dort aus können wir dann halt alles rausziehen, was wir halt so brauchen. So, das heißt, wir brauchen echt noch mehr von diesen Diamantdingern. Ich bin jetzt echt schon am Überlegen, ob wir uns nicht einen nehmen. Wir nehmen uns jetzt eine. Das war diese Konstruktion, nehmen wir eine. Und ich will jetzt eigentlich das automatisieren, weil ich habe keinen Bock, das immer ewig. Warte, wir müssen nochmal gucken, bevor ich jetzt. Da brauchen wir 2 Stück mit diesen Diamanten. 2 Stück. Nee. Wisst ihr was? Ich mach das dann mal offscreen. Nicht heute mehr. Ich werde das heute auch nicht mehr machen. Also nach dieser Aufnahme ist definitiv für mich komplett Schicht im Schacht heute. Weil morgen früh muss ich wieder bei Zeiten raus. Tja. Und ich werde dann die nächsten Tage vielleicht offscreen diese Sachen herstellen. Ich werde diese Laufwerke werde ich ein paar herstellen. Wie viel, weiß ich noch nicht. Ich werde uns eine ME-Truhe herstellen, weil ich habe da noch was anderes vor. Das erzähle ich euch dann später. Tja, ich weiß nicht, was bräuchte man noch? Die Dinger sind jetzt auch nicht erstmal so relevant. Ansonsten die Disketten. Wir haben erstmal Disketten. Ich weiß nicht, inwieweit das komplett ausreichend ist. Es sieht ja noch recht gut aus. Weil ich glaube auch, die 4K sind ja noch gar nicht belegt alle. Und von daher ist das noch recht entspannt. Das werden wir dann machen, wenn das dann automatisiert ist, so halb automatisiert ist mit diesem ganzen Siliziumdruck und hast du nicht gesehen. Tja, und jetzt noch gucken, was brauchen wir denn noch? Wie gesagt, diese Laufwerke werde ich dann schon herstellen, die ME-Truhe. Hier könnt ihr gucken, da brauchen wir eine ME-Konsole. Ist hier jetzt auch nicht das Problem. Glas, Eisen, Flugskristall und diese ME-Glaskabel. Da müssen wir uns auch noch etliches herstellen, ist auch nicht das Problem. So stellt man sich dann die Truhe her. Ich glaube, das muss ich dann jetzt nicht nochmal zeigen, wie ich dann das Ganze alles herstelle. Das haben wir schon mehrmals gesehen. Und ja, diese Laufwerke, wie gesagt, auch nicht. Diese ME-Glaskabel haben wir auch schon gemacht. Da brauchen wir diese Quarzfaser. Haben wir durch Netherquarz, kriegen wir die. Diese Flugskristalle ruckzuck und dann hast du da genug davon. So, ansonsten wüsste ich jetzt erstmal nicht, was wir noch brauchen, um erstmal das am Laufen zu kriegen. Aber wir werden auch nicht drum herum kommen, einen Bilder als Query nochmal hier in der Oberwelt zu nutzen. Da stelle ich wahrscheinlich auch einen kompletten neuen her. Aber das könnte man dann vielleicht in der Folge dann machen, die ich dann wieder aufnehme. Mehr würde ich auch gar nicht machen wollen jetzt offline. Ne? Halt diese Sachen herstellen, weil dazu muss ich dann wieder diese Konstruktionsschaltkreise da oder wie auch immer alles herstellen. Und das habe ich jetzt schon heute 10-mal gemacht. Und nochmal habe ich da dann auch keine Lust drauf, das euch dann nochmal zu zeigen, weil das frisst viel Zeit. Und ehe ich jetzt 10 Folgen davon mache, wie wir das alles herstellen, mache ich das Ganze einfach offscreen und wir sehen dann, wie wir alles was bauen. Ich werde mir dann noch einen Kopf machen, wie das Labor weiter aussehen soll und wie wir das überhaupt alles so gestalten wollen. Tja. Und ansonsten, mir fällt jetzt auch absolut gar nichts mehr ein, weil ja, wie gesagt, ich muss mir selber erst noch einen Plan jetzt weitermachen. Schön ist, dass wir
Jump fliegen können, das ist sehr, sehr viel wert. Ja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Ja, abonniert doch gerne den Kanal, ist immerhin kostenlos für euch. Ja, kann man immer nur wieder erwähnen. Kostet euch nichts, kostet uns nichts. Oder wir kriegen nichts dafür, sagen wir es mal so. Uns freut es halt nur, wenn wir sehen, dass wir immer mehr Leute mit dem, was wir hier machen, mit diesen Let's Plays, mit diesen dummen Rumgequatschen, muss man ja sagen, dass wir den einen oder anderen da doch ein bisschen unterhalten können. Und ja, da würde ich mich echt drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch was. Einen schönen Tag. Die Minecraft-Folgen kommen ja immer frühest um 10 raus. Also habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal dann. Ne? Ciao, ciao.